Ich hatte am Tag meiner Ausreise, das lief so ab, ich habe das 2 Tage vorher erfahren. Das war bei den meisten so. Manche haben das sogar erst 24 Stunden vorher erfahren. Ich bin dann nochmal nach Weimar gefahren, um mich von meinen Eltern zu verabschieden und von meiner Schwester. Und das war schrecklich, am Bahnsteig. Hinterher erfuhr ich, dass meine Schwester da zusammengebrochen ist. Dann fuhr ich nach Berlin. Ich musste früh morgens um 9 in Berlin-Hellersdorf sein, um mir meine Ausbürgerungsurkunde abzuholen. Der Zug, der sogenannte Interzonenzug, fuhr 11 Uhr vom Bahnhof Schönefeld. Hellersdorf und Schönefeld sind ziemlich weit auseinander und damals war das Verkehrssystem in Berlin nicht so gut wie heute und ein Taxi kriegte man auch nicht. Wiederum musste ich ja mein Gepäck irgendwo lassen. Also ohne gute Freunde wäre das alles gar nicht gegangen. Also ich bin dann abends zu guten Freunden, die sind dann nach Schönefeld gefahren, haben mein Gepäck dort eingeschlossen. Morgens früh um 9 bin ich dann zum Ministerium des Inneren. Dort saß ein dicker Major, der mir dann noch mal klar gemacht hat, was er von mir hält. Also ich war dann in dem Moment dann auch staatenlos. Der hielt mich aber auch noch eine Weile fest, weil er mir natürlich noch erstmal ein bisschen was über die DDR erzählen musste. Erst danach durfte ich mir meine Fahrkarte kaufen, die wiederum am Bahnhof Alexanderplatz. Das ist ja wieder ganz woanders. So, und zum Glück habe ich gute Freunde. Eine hochschwangere Freundin, die einen Trabi hatte, die holte mich da ab, die fuhr mich zum Alex, damit ich die Fahrkarte kaufen konnte, die fuhr mich nach Schönefeld, damit ich rechtzeitig den Zug bekam. Denn wenn ich diesen Zug nicht genommen hätte, wäre das Spiel wieder auf Anfang gegangen. Und so lief das ab und das hat mir den Abschied wirklich leicht gemacht. Bekamen Sie noch eine Ausbürgerungsurkunde? Ja, die habe ich noch. Was war das für ein Gefühl, dieses Papier zu erhalten? Das war schon erstmal so, du bist jetzt staatenlos. Ich wusste zwar, dass ich das nicht lange sein würde, ich wusste ja, dass ich in der Bundesrepublik auch willkommen war, aber trotzdem, es ist schon was Eigenes. Aber eigentlich die Freude darüber, dass ich diesen Staat verlassen konnte, die überwog. Also von daher habe ich mich nicht besonders schlecht gefühlt. Aber das war wahrscheinlich die Ursache oder es war wahrscheinlich gewollt, dass man sich schlecht fühlte, wenn man dann staatenlos war, ausgebürgert. Jetzt haben Sie die Möglichkeit nutzen können, den letzten und den einzigen Zug Ja. zu bekommen und hinauszufahren. Was ging da in Ihnen vor im Zug auf dem Weg nach Westdeutschland? Ich war sehr aufgeregt. Der Abschied ging mir nah. Und ich kam in ein Abteil, das war voll besetzt mit Rentnern. Und ich glaube, 2 Leute aus Westdeutschland waren auch dabei. Also Leute, die Verwandtenbesuche machen durften. Zum Teil aus dem Westen, zum Teil aus der DDR. Ich war die Einzige, die ausgereist ist. Und ich war wirklich irrsinnig aufgeregt. Ich hatte 2 Taschen dabei mit meinen wichtigsten Wertsachen. Ich hatte alles in der DDR zurückgelassen. Aber selbst da, man musste jedes Taschentuch fünffach dokumentiert haben. So, und dann kamen wir zur Grenze. Dazu muss ich noch sagen, es wurde in diesem Abteil kein Wort gesprochen. Niemand hat irgendetwas gesagt. Dann kamen wir zur Grenze, dann kam eine Frau, also eine Grenzbeamtin, kam rein, merkte dann sofort an meiner Ausbürgerungsurkunde, dass ich ausreisen würde und kommentierte das auch sofort, ach, Ausreise. Und dann nahm sie erstmal meine Taschen mit und da wurde erstmal überprüft, ob ich das alles richtig gemacht habe und wie viel Geld ich hatte. Und ich glaube, der kleinste Fehler, der wäre wahrscheinlich auch hätte wieder dazu geführt, dass ich wieder aus dem Zug hätte aussteigen müssen. Aber zum Glück war alles in Ordnung. Und das ganze Prozedere dauerte vielleicht eine Stunde, ich kann es nicht mehr genau sagen. Es kam mir ewig vor. Und dann irgendwann setzte sich dieser Zug wieder in Bewegung und plötzlich fingen die Leute alle an zu reden. Und das war schon überraschend. Und ich fragte dann noch, ja, war es das jetzt? Ja, jetzt sind wir über die Grenze. Ja, wir wünschen Ihnen ganz viel Glück. Was machen Sie denn? Wieso reisen Sie aus? Und ich war so überwältigt. Ich musste dann auf den Gang. Ich konnte auch nicht sprechen in dem Moment. Ich fand das toll, dass die alle mir Glück wünschten und plötzlich so Anteil nahmen. Aber ich weiß noch, ich stand auf dem Zuggang. Sah nach draußen, es war kein großer Unterschied zu merken. Das war der Übergang Marienborn, also die Bäume waren da auch grün. Und
Und ich weiß noch, dass ich natürlich geweint habe, auf der einen Seite meine Familie zurücklassen zu müssen. Das hat schon sehr weh getan und ich habe auch zu diesem Zeitpunkt nicht geahnt, dass die Mauer fallen würde. Und auf der anderen Seite war einfach so eine unbändige Freude. Ich bin zum ersten Mal im Westen, ich habe es geschafft, ich kann zu meinem Mann. Also das war so ein Mischgefühl, ne?